Herzlich willkommen hier bei meinem zweiten Projekt auf dem Kanal. Mein Name ist Taze und wir spielen die Reitakademie Special Edition hier zusammen. Tja, diesmal etwas anders. Das wird kein richtiges Let's Play, so wie ihr es vielleicht von mir schon kennt. Wenn ihr euch ein bisschen umgeschaut habt, dann wisst ihr ja, dass ich also auch ein Online-Spiel hier Let's Player, ein Pferde-Online-Spiel und da erzähle ich immer deutlich mehr. Das Spiel hier ist voll vertont, das heißt, ich werde weniger reden und dafür lieber reden lassen, werde aber zwischendurch die ein oder andere Sache sicherlich mal kommentieren. Und was besonders daran ist, wir werden das Ganze hier verkürzt erleben. Das heißt, ihr werdet hier ja relativ viele Aufgaben haben, wie zum Beispiel tägliches Füttern, Striegeln und Trainieren. Das werden wir natürlich nicht immer wieder in Wiederholung hier sehen, sondern wir werden das stark verkürzt machen. Das Ganze ist eher auf die Story bezogen. Na, also wer hier einfach wissen will, um was es hier geht, die Geschichte erleben will, der ist hier genau richtig. Na, ich werde es entsprechend zusammenschneiden, sodass ihr das in kurzen Stücken euch angucken könnt. Und ja, bin sehr gespannt. Diese Edition kenne ich hier auch noch nicht. Ich kenne nur die andere. Also die Special Edition ist mir unbekannt. Ja, die werden wir jetzt hier irgendwie gemeinsam erleben und ich freue mich drauf. Ja, und dann starten wir jetzt mal mit unserer Pauline Maiberger, unserer 13-jährigen Schülerin, neuen Schülerin am Pferdeinternat Usedom auf der schönen Insel und gucken mal, was sie dort alles erlebt. So. Ja, und es geht gleich los mit einem Tagebucheintrag. Ich lese den mal vor. Die Tagebucheinträge sind hier nicht synchronisiert. Annabelle, liebes Tagebuch, Mama hatte mir und meinem Bruder George für heute einen Ausflug versprochen, aber gerade klingelte das Telefon und Mama musste in ihre Tierarztpraxis, einen Notfall sozusagen. George hat seine ausgelatschten Turnschuhe angezogen und ist mit seinen Kumpels zum Skateboardfahren gegangen. Also werde ich mit dem Bus zum Pferdehof fahren und meine Freundin Annabelle besuchen. Deine Pauline. Ja, ne, sie schreibt also offensichtlich immer Tagebuch. Ich muss erstmal gucken, wie hier die Steuerung ist. Ich habe es mir auch dummerweise wieder gar nicht durchgelesen. Das wird wahrscheinlich anders sein als bei dem Spiel, was ich sonst spiele. Ich versuche es aber trotzdem mal über die Tastatur mit WASD und gehe erstmal dorthin. So, ansprechen. Ansprechen geht hier mit Mausklick, mit dem linken Mausklick. Hi, Annabelle. Hallo, Pauline. Na, hast du Lust, eine Runde auf Fiona zu reiten? Ja, sehr gern. Mit dem Schenkeldruck treibst du das Pferd an. Zügelhilfen links oder rechts sagen dem Pferd, dass es eine Kurve gehen soll. Wenn du langsamer werden willst, gibst du beidseitige Zügelhilfe. Na dann viel Spaß. Wenn du nicht mehr reiten möchtest, komm zu mir herüber. Ja, das war ja jetzt nicht so die Erklärung hier für die Steuerung. Wir versuchen es trotzdem mal. Also lenken kann man hier ganz gut darüber und... Ja, kann ich jetzt hier irgendwie... Moment mal... Also, wenn man die Maus bewegt, dann kann man hier schon mal lenken. Das ist schon mal sehr schön. Und wenn ich beide drücke, bleibt sie stehen? Nee. Das ist ja... Nein. Oh je. Ja, wir reiten einfach mal. Ist ja egal, wir reiten. Ich glaube, liebe Leute, ich muss mir das auch nochmal angucken, wie das geht. Ich werde es euch verraten. Das möchte ich aber nicht mittendrin machen. Ich arbeite hier mit einem anderen Aufnahmeprogramm wie sonst. Und das hat so seine Tücken. Da muss ich erstmal mit klarkommen. Ich bin froh, dass es überhaupt läuft. Das funktionierte nämlich nicht mit dem, was ich sonst immer nehme. Ja. Ja, das ist schon mal schön, ne? Also wir traben jetzt hier daher und werden jetzt hier ordentlich wahrscheinlich nicht anhalten können. So, halt. Brrr, verdammte Tat. Ja, geht nicht, ne? Also das ist schon mal schlecht. Ich würde sagen, Pauline hat es nicht im Griff. Die ist nicht besser als mein anderer Charakter oder noch schlimmer. Aber wir werden uns... Ah, alles klar. So, ich habe jetzt... Ich weiß nicht genau, was ich gemacht habe. Ich habe jetzt, glaube ich, kurzfristig auf beide Maustasten gedrückt oder so. Oh, Leute, ich weiß es nicht. Also ich werde mich da nochmal näher mit auseinandersetzen. Ich habe ja hier Gelegenheit, sehr viel zu reiten, was ich euch natürlich nicht alles antun werde, dass ihr euch das hier angucken müsst. Na, wir werden immer nur Passagen sehen und da kann ich üben. So, jetzt sprechen wir aber erstmal wieder mit Annabelle. Na, Annabelle muss man irgendwie so ein bisschen anvisieren, dann taucht hier oben das Icon auf. Absitzen und dann kann man einfach wieder auf die linke Maus und dann geht's weiter. Ja, und das machen wir auch erst. Wir steigen ab, weil ich glaube, sonst können wir nämlich nicht mit ihr reden. So, jetzt stehen wir da. Ja, das ist alles hier ein bisschen ungewohnt. Gut gemacht. Sag mal, kommst du am Wochenende mit mir zum Frühjahrsturnier der Reitakademie Usedom und hilfst mir, Fiona abzureiten?
Ein Turnier auf einer Reitakademie? Ja, eigentlich ist das eine ganz normale Schule. Aber dort steht auch Reiten auf dem Stundenplan. Echt? Da wäre ich auch gern. Wenn meine Mama nichts dagegen hat, bin ich dabei. Und mach dir um die Reisekosten keine Gedanken. Die übernehme ich natürlich. Ja, Questende, liebes Tagebuch, als Mama mir vor 2 Jahren zum Geburtstag die Reitbeteiligung geschenkt hat, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich dadurch die berühmte Dressurreiterin Annabel Hohenberg kennenlerne und sie auch noch meine Freundin wird und mich manchmal zu Turnieren mitnimmt, damit ich ihr Pferd warm reite. Hoffentlich erlaubt Mama es auch diesmal. Deine Pauline. Ja, das Frühjahrsturnier, liebes Tagebuch. Mama hat mir erlaubt, Annabel zum Turnier auf der Reitakademie zu begleiten. Die Fahrt von München an die Ostsee auf die Insel Usedom wird bestimmt anstrengend. Aber das ist gar nicht schlimm, weil Annabel immer so viel von ihren Turnieren und den Siegen erzählen kann. Ich bin gespannt, ob sie das Turnier auch diesmal wieder gewinnt. Deine Pauline. Super, dass deine Mama erlaubt hat, mich zu begleiten. Ich freue mich auch. Es ist alles so aufregend hier. Am besten fangen wir gleich damit an, das Pferd zu putzen. Das Putzzeug ist dort hinten im Schrank in der Sattelkammer. Ich warte da auf dich. Jo, wir sind inzwischen wohl angekommen. Hier oben ist auch das Symbol. Ach, das ist immer total komisch. Also wie gesagt, ich habe Bremsen und Lenken macht ihr übrigens hier. Ja, das macht ihr übrigens. Ich habe immer noch nicht verstanden, wie ich hier überhaupt laufen muss. Doch, Moment, jetzt mit... Ich kann auch mit W, kann ich auch laufen. Das muss man jetzt nicht verstehen. So, sie fängt dann gleich an zu rennen. Ja. Lass uns nochmal die Verwendung des Putzzeugs wiederholen. Für den groben Schmutz am Körper nimmt man... Den Striegel in kreisförmigen Bewegungen. Ja, für Beine und Mähne? Die Wurzelbürste. Und für feinen Schmutz gibt es die Kadetsche. Richtig. Und mit dem Hufkratzer nicht am empfindlichen Hufstrahl kratzen. Alles klar? Okay, dann kann ich ja loslegen. Ja, wunderbar. Also ich laufe hier im Moment immer noch mit W. Warum auch immer. Man kann aber mit W wohl auch bremsen, steht da drin. Stand da. Und mit A und D macht man den Schenkeldruck. Entweder links oder rechts. Also das wird komisch. So spiele ich sonst nie. Egal. Wir gucken erstmal. Wir brauchen jetzt hier erstmal die Putzsachen. So. Ach so. Ich muss das bestätigen. Ja, wie? Habe ich doch. Will er nicht. Der Striegel. So. Ah, da haben wir ihn. Und jetzt... Ja, jetzt müssen wir... Oh, okay. Ich stelle mich schon mal wieder... Oje, oje. Ja, gut. Oje, je. Naja, jetzt haben wir auch noch den Eisenstriegel. Ne? Den sollen wir ja jetzt auch nicht an irgendwelchen Stellen benutzen, die knöchern sind. Ich mache hier alles verkehrt. Oh, mach das bloß nicht im richtigen Leben, so wie ich. Ne, das ist ja... Da nimmt man wenigstens den Gummistriegel. Uiuiuiui. Ja, wir haben schon hier das falsche Werkzeug gewählt, aber... Ach... Guck da einfach nicht so genau hin. Wir müssen ja irgendwie das Pferd hier sauber kriegen. Ich weiß auch gar nicht, wie das heißt. Ach doch, Fiona war das ja, ne? Das war ja hier ihr Dressurpferd. Fiona! Schon wieder vergessen. Fiona. So, meine Kleine. Ach ja, also seht ihr, und das meinte ich damit, das müsst ihr ständig machen. Das wiederholt sich am laufenden Band. Ne, wenn man das jetzt einmal hier so gesehen hat. Also für die Story ist es ja nicht unbedingt relevant, ne? Manchmal schon. Wie gesagt, ich kenne das Spiel, ich habe es früher mal gespielt. Wer hat das nicht? Gibt, glaube ich, viele von euch, die das vielleicht auch gespielt haben. Vielleicht kennt ihr es. Es ist ein älteres Spiel für Windows 2000 und XP, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ich spiele es aber auf Windows 7, also es läuft. Ne, kann man ja einstellen und ja, nur mit einem Aufnahmegerät war das schwierig. Und wieso wird das hier nichts? Kann ich jetzt aufhören? So. Ich muss jetzt meine Startunterlagen abholen. Meinst du, du kriegst alles allein hin? Klar. Sattel und Zaumzeug sind im Schrank in der Sattelkammer, oder? Genau. Reite mit Fiona ein paar Runden und dann sehen wir uns gleich draußen. Bis dann. Ja, Fiona war ja jetzt nicht besonders sauber. Oje, oje, jetzt reiten wir mit so einem dreckigen Pferd. Reiten wir jetzt los und jetzt müssen wir erstmal das Pferd noch satteln. Also die Steuerung ist wirklich gewöhnungsbedürftig, Leute. Nee, aber was ich sagen wollte, man muss ja hier... Sattel und Trensen. Ich muss mich eben mal kurz konzentrieren. Bestätigen. So. Ja, und da ist sie auch schon prompt gesattelt. Man muss sich das ja jetzt hier nicht 10.000 Mal angucken, weil das werdet ihr so oft haben. Also neue Sachen, die ihr machen müsst, die werde ich hier mit aufnehmen. So mache ich es, ne? Habe ich mir überlegt, dass ich das dann mal kurz einblende. Ich weiß auch noch nicht. Ich werde es hier hinterher irgendwie zusammenschneiden. Irgendwie wahrscheinlich. Und ja,
So, Schenkeldruck links, rechts, da passiert gar nichts. Also lenken müsst ihr tatsächlich mit der Maus. Und dann, ja. Oh. Ja, das ist hier... ich krieg das gar nicht gestoppt. Und dann... Oje, oje, Entschuldigung. Oh nein! Na? Ach, er bleibt gleich vor lauter Schreck stehen. Leute, das ist natürlich jetzt hier der Hit, ne? Ich habe das hier nicht im Griff. Aber es scheint doch so zu sein, wenn ich hier auf beide Maustasten drücke, dass das Pferd anhält. Nein, aber ich wollte sagen, ihr braucht euch natürlich nicht ewig mal ein Reittalent hier angucken. Ihr werdet genug Reitszenen erleben hier mit Pauline, aber jetzt nicht unendlich. Ne? Und jeden Tag das Gleiche vor allen Dingen. Wir gucken mal, ne, wie wir das hier machen. So, jetzt bleibt doch stehen. Bleib stehen! Ja, oder auch so. Sie ist gleich abgesprungen, auch das ist schön. Ja, ansonsten erinnert mich das stark an das andere Spiel. Die Pferde fangen gleich an zu fressen, nur dass die Grafik natürlich viel, viel schöner ist. Aber ist egal, das hat trotzdem was, die Geschichte ist gut. Hallo Pauline, ich bin Clara Milan, die Direktorin der Reitakademie. Ich habe dich beobachtet und mich gefreut, ein neues Gesicht unter den Teilnehmern zu sehen. Aber Annabelle sagt, du nimmst gar nicht teil. Stimmt es, dass du noch nie richtigen Reitunterricht hattest? Ja, das stimmt. Dagegen müssen wir wirklich etwas tun. Pauline, du hast sehr großes Talent zum Reiten. Meine Mama kann sich nur eine Reitbeteiligung für mich leisten. Eine Akademie wäre viel zu teuer. Weißt du, für besonders talentierte junge Menschen haben wir ein Stipendium zu vergeben. Und Sie meinen, ich komme dafür in Frage? Das ist mein Glückstag. Ich kann es kaum erwarten, Mama davon zu erzählen. Questende. Liebes Tagebuch, das Frühjahrsturnier war ein voller Erfolg. Annabelle hat gewonnen und ich bekomme vielleicht ein Stipendium für die Reitakademie. Es gibt mehrere Bewerber, aber Frau Milan sagt, dass ich gute Chancen habe. In 2 Wochen fahren wir nochmal hin, damit Mama sich die Reitakademie anschauen und mit Frau Milan sprechen kann. Ich kann es echt kaum erwarten. Deine Pauline. Ja, das ist natürlich schön. Ach, was ist das? Ist sie für eine beneidenswerte Person? Stelle ich mir ja ganz interessant vor. Ich selber war natürlich nicht auf einer Reitakademie. Ja, aber ich bin halt auch, habe auch sehr jung angefangen mit dem Reiten und ja, bin eigentlich auch mit Pferden aufgewachsen. Von daher kann man sich da gut reinversetzen.